Hey, ihr Technikverrückten da draußen! Willkommen auf dem Techniek-Channel. In diesem Video geht es um Schnee auf dem Balkonkraftwerk. Hey, schön, dass du da bist. Mein Name ist Michael. Vollkommen unerwartet hat es an diesem 1. April-Wochenende bei mir geschneit. Mein Balkonkraftwerk war vollständig von Schnee bedeckt. Ich habe die Gelegenheit genutzt, für euch ein paar Dinge zu testen. In diesem Video möchte ich dir jetzt zeigen, warum es wichtig sein kann, den Schnee von deinen Solarmodulen zu entfernen. Denke aber stets an deine eigene Sicherheit und kletter nicht einfach auf das Dach. In meinem Fall steht das Balkonkraftwerk auf einem gut begehbaren Flachdach. Hier siehst du jetzt, wie eingeschneit mein Balkonkraftwerk war. Also bin ich raus auf die Garage und habe den Schnee von meinen Modulen entfernt. Bis ich alle Sachen zusammengesucht hatte und auf meiner Garage angekommen bin, ist die oberste Kante meines Balkonkraftwerkes bereits angetaut. Zu diesem Zeitpunkt produzierte das Balkonkraftwerk ungefähr 6 Watt. In meinem Video, in dem ich das Balkonkraftwerk auspacke, ich verlinke es dir nochmal hier oben, habe ich dir bereits gesagt, dass meine Solarmodule aus sogenannten Halbzellen bestehen. Ein weiterer Vorteil meiner Solarmodule ist, dass diese in der Mitte elektrisch getrennt sind. Das hat den Vorteil, dass wenn eine Hälfte des Solarmoduls verschattet ist, die andere Hälfte weiterhin Sonnenstrom produzieren kann. Wenn du mehr zu dieser Thematik wissen möchtest, dann schreib mir das doch einfach unten in die Kommentare. Damit wir das Ganze praktisch nachvollziehen können, werde ich die Solarmodule jetzt Stück für Stück vom Schnee befreien. Im fast zugedeckten Zustand hatte das Balkonkraftwerk eine Leistung von 6 Watt. Wenn ich nun eine Hälfte des Ostmodules vom Schnee befreie, was gar nicht so einfach ist, weil die Schneedecke so leicht vom Solarmodul rutscht, steigt die Leistung des Balkonkraftwerkes auf 24 Watt an. Wenn ich nun die andere Hälfte des Ostmodules auch noch vom Schnee befreie, steigt die Leistung bereits auf 57 Watt. Nun geht es an das Westmodul. Auch hier entferne ich zunächst die Hälfte des Schnees vom Solarmodul. Die Leistung steigt bereits auf 94 Watt an. Nachdem jetzt das gesamte Westmodul vom Schnee befreit ist, messe ich an der Einspeisesteckdose 153 Watt. Ich finde, 153 Watt ist doch schon eine ganze Menge für diese bedeckte Wetterlage. Oder was meinst du dazu? Bis ich vom Dach runtergestiegen bin, ist die Leistung übrigens auf 195 Watt angestiegen. Ich hoffe, du konntest einen Einblick gewinnen, warum es sinnvoll sein kann, die Solarmodule vom Schnee zu befreien. Du solltest aber stets an deine eigene Sicherheit denken. Bevor du also einen Sturz vom Dach oder von der Leiter riskierst, solltest du lieber auf die paar Watt Leistung deines Balkonkraftwerkes verzichten. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann solltest du dies jetzt unbedingt nachholen und aktiviere die Glocke, damit du keines meiner Videos mehr verpasst. Wenn du mehr über mich oder meine Projekte erfahren möchtest, dann schau doch mal auf meinem Online-Blog techniek.de vorbei. Du findest mich außerdem auf Facebook, Instagram und TikTok. Wenn du mir unter diesem oder einem meiner anderen Videos einen Kommentar hinterlässt, würde ich mich sehr freuen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch da. Ansonsten kann ich jetzt nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video auf dem Techniek-Channel.